So, moin Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Single Let's Play auf der Freeland Map. Wir sind immer noch im Mais. Ich war kurz dabei, war kurz davor, dieses Feld abzuschließen. Und habe im letzten Part schon gesehen, sind gerade wieder auf dem Weg zum BGA. Ich denke mal, gefahren wird doch der letzte Part zum, oder der letzte Weg zum BGA sein, weil da hinten, wie ihr gesehen habt, der Maisschlag. Ja, relativ schief abfällt. Ich glaube, da werde ich gleich auf den nächsten umsteigen müssen. Und mich dann auf die beiden etwas behälter verlassen müssen. Normalerweise ist, wenn man die Mais häckselt, die restlichen Ernte schon erledigt. Aber da bin ich jetzt noch nicht so penibel dran. Weil ich mir gerne einiges zeigen möchte und die Ernte. Wunder, hatten wir bisher noch nicht. Nach der Weizenernte wird es dann ganz gefahren und grubern und neu sehen oder anpflanzen oder legen oder wie auch immer. Da wird die neue Ernte auf den Hallen gestellt. Schneiden wir schon ein paar Rapsfelder. Dann würde ich euch nochmal unbedingt dann bei Zeit nochmal meine Obst- und Gemüse-Produktionskette zeigen, die auch schon fleißig am Laufen ist. Da gibt es noch viel zu sehen. Jetzt wird das Wetter auch noch bescheiden. Dann gucken wir den Einschlag, müssen wir auf jeden Fall fertig kriegen. So, ja, es ist da. Schon ein bisschen mehr als 206 oder 300 Tonnen jetzt eingefahren. Die war ein paar Mal in meinen Curseplay versuchen. Curseplay-Fahrer, nicht über die Waage gefahren sind. Das würde man sicherlich auch hinkriegen, auch wenn er abliegt. Man kann da gewisse, nicht Haltepunkte, sondern Wartepunkte einsetzen. Setz schon zurück hier. Hier läuft. Ja, das ist nämlich. So, dann werden wir jetzt. Helfer müsste an sich auch sein. Ja. Dann werden wir jetzt hier den Rest der zweiten Häcksler bedienen. Ja, lass mich rum, Junge, da. Teilweise sind diese Curseplay-Fahrer schon penetrant nervig. Ja.
Was? Den Ut. Und den Truck. Können wir dann jetzt erstmal weglassen. Ut-Ding. So, dann fangen wir schon mal an, ihn zu verdichten hier. Unsere gewaltigen Maschinen hier.
aus. Geht teilweise nicht mehr gut nach rechts. Ich glaube, das macht mal eine neue fertig. So. Verkaufen. Ein bisschen Geld. Das heißt, verkaufen. Wir schicken das jetzt halt zum Nachbarn zurück. Gucken, wo der Ladewagen war. Haben wir jetzt wahrscheinlich übersehen. Blindheit geschlagen. Da ist er. Er kann auch weg. So. Abschieben tun wir das natürlich wieder mit dem Glas dann. Und dann gucken wir mal, wie das vonstatten geht. Vorsichtshalber. Sound, ne? Das ist nicht sein Ernst. Ist jetzt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Für so eine große Maschine.
Maschine so. Denken wir mal. Die Aufschiebe arbeiten auch mit dem zweiten schon die machen, den wir hier eh stehen haben. Das ist jetzt nicht so dat. Dat wat. So, dann wollen wir den Rest eben verdichten und dann geht's ab ins Silieren. Eingestellt ist. Also noch 30% Trockenstoff drin. Wie gesagt, es gibt da jetzt diverse, wie ihr da oben liest, Zusatz Sachen sozusagen. Ja, da ist also eine recht gute Anleitung dabei. Das ist das Skript von Upside Down. Ich denke mal, das ist alles ein bisschen viel jetzt auf einmal, aber wenn man das einmal vernünftig gelesen hat und sich damit auskennt, ist das ganz sicherlich eine super Sache. Das ist, wie gesagt, nicht nur noch reinschmeißen, Geld kriegen, sondern irgendwie im Prinzip, dass man damit arbeiten muss. Wenn man das erste Mal in Betrieb nimmt, was ich jetzt schon gemacht habe, kostet auch eine ganze Stange Geld. Wir werden uns im Laufe der nächsten Let's Plays das dann mal beobachten. So, wie gesagt, Maisernte erstmal erledigt. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.